über eine positive Wertung, Kommentar oder was auch immer freuen. Und wir transportieren übrigens Feuerwerkskörper, ist mir gerade aufgefallen, egal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Ja. So. Ja. Ne? Wunderbar. Was gibt's sonst so zu sagen? Ne, komm, ich habe heute keine Lust auf Fall of the Mountain King. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Lied? Ne. Dankeschön. Nehmen wir Hustler. So, wann muss ich denn das nächste Mal pennen? Nee, ist genau falsch. Ja, 7 Stunden. Ich denke, in der Zeit finden wir da noch eine kleine Tankstelle, an der wir rasten können. Und, ja, was gibt's denn sozusagen? Genau. Ja, 4. Staffel von Stromberg jetzt durch. Und die 5. zur Hälfte. Also, ich freue mich, heute Abend werde ich dann nochmal Stromberg durchschauen. Also zumindest, weil es auf MySpace verfügbar ist. Aber ich denke, der Folgentitel, der letzte Folgentitel der 5. Staffel hieß Der Abschied. Ich denke, das ist schon relativ final, also Serienfinale. Schade, war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit und ich kann die Serie bis jetzt nur empfehlen. Und selbst wenn die nach der Hälfte der 5. Staffel etwas schlechter wird, dann kann ich die trotzdem empfehlen, weil ich sag mal so, das ist dann nur das Ende, was schlecht ist. Und ich finde eigentlich die ganzen Sachen zwischendrin so richtig super und was der einfach für ein Glück hat, ne, dass der da immer so aus den Sachen rauskommt. Ah, finde ich einfach super, muss ich sagen. Also gut, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, genau. Gestern ist Minecraft Vizebeast gestartet, wurde hier von euch relativ gut aufgenommen. Na gut, ich habe jetzt auch in Eurotruck, Landwirtschaftssimulator und Minecraft selbst drum gebettelt. Quasi könnte man sagen, dass hier ein paar positive Bewertungen auf das Video kommen. Aber ich sag mal so, 24 positive Bewertungen und 127 Aufrufe, dann noch schön 4 Kommentare, die sich wirklich drüber gefreut haben, dass ich jetzt Vizebeast mache. Ist doch schon mal, ich sag mal, etwas Schönes. So lange kam, glaube ich, jetzt, ja, ein neues Projekt kam bis jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut an. Der Rettungswagen-Simulator kam daran, sage ich mal. Ja, vielleicht somit vergleichbar, aber die Projekte vorher, Ja, nun gut, auf jeden Fall, der Landwirtschaftssimulator, ganz, ganz große Klasse. Weil ich auf dem zweiten Monitor noch das Fenster auf habe und dann... Ah, ist egal. Der Vizebeast auf jeden Fall ganz, ganz klasse, wird ja super von euch angenommen. Und ja, hat gestern sogar von den Klicks ja den Landwirtschaftssimulator in die Tasche gesteckt. Ja, verwunderlich, sage ich. Also, hat mich gefreut. Und dann nochmal ein großes, großes Dankeschön. Ich werde mich dann noch im Morgigen Park dafür nochmal in Vizebeast bedanken. Ne, heute kommt dann wieder Mine vs. Wild. Ganz normal und ja. Ne. Landwirtschaftssimulator sollte heute auch noch kommen. Wenn nicht, dann seid mir bitte nicht böse. Ich hatte mir auch überlegt, dass, ich wollte es ja eigentlich so machen, dass, ich, den Landwirtschaftssimulator dann immer an, 5 Tagen die Woche bringe. Und, ich muss ehrlich sagen, ich finde es persönlich mittlerweile eine etwas schlechtere Idee. Weil nächste Woche startet bei mir die Schule und wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja schon mal gesagt, es kann sein, dass ich dort 5 Tage die Woche Nachmittagsunterricht habe. Und da ist es für mich schon eine sehr große Verantwortung, jeden Tag wieder 3 Videos aufzunehmen. Ich bin eigentlich derzeit auch relativ froh, dass ich ein Nebenprojekt weniger habe und League of Legends ja wieso nie kommt. Also so derzeit bin ich eigentlich relativ zufrieden. Natürlich, irgendwann wird dann auch mal wieder ein Nebenprojekt kommen. Ja, aber erstmal denke ich mir, wenn ich mich dann so in der Schule einkalkuliert habe und, ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also es kann sein, dass es dann nicht immer kommt, aber 3-mal die Woche ist, wird dann regelmäßig sein. Also es wird fest 3-mal die Woche kommen, nur halt die Tage sind schlecht. Ich denke, leider wird dann der Dienstag öfters ausfallen, einfach weil ich dann dort erst um 18 Uhr zu Hause bin. Und um 18 Uhr hätte ich schon lange
den Landwirtschaftssimulator aufgenommen haben müssen, ne? Und nicht erst anfangen. Also, ja. Also der sollte schon aufgenommen sein und schon am Encodieren. Ne? Die anderen zwei Videos sind ja schon hochgeladen, ne? Also von denen ist ja gar nicht mehr zu reden. Und wenn es optimal läuft, ne? Aber da ich da erst wegen dem Physikkurs um 18 Uhr hier wieder erscheine, bei mir zu Hause, und dann natürlich erstmal ausziehen, ne? Dann ist 5 nach, ne? Nochmal Michel schmusen oder so. Toilette, genau, oder kurzen Happen essen, weil, ja, ich sag mal so, die ist dann ja schon eigentlich Abendbrotzeit und, ja, dann kann es dann vielleicht doch 7:15 oder 6:30 werden, wenn ich dann den LS oder den Landwirtschaftssimulator aufnehme. Und bis der dann encodiert ist, ist es ungefähr, ja, je nachdem, 6:50 sollte es ungefähr sein. Oder sagen wir, nee, 6:45, so, ich denke, das passt gut. Und ja, dann das Hochladen noch, wenn es Nacht ist, okay, kann es sein, dass es 5:07 online ist. Wenn es Tag ist, ist es erst 8 online. Also so, sag ich mal, ist das nun schon, ne? Und so. Also, das ist, sind ganz, ganz, schwierige Umstände, Dienstagnachmittags bei mir immer. Ich werde natürlich versuchen, im Voraus aufzunehmen. Vor allen Dingen die Nebenprojekte und auch die, Minecraft-Hauptprojekte, also Vizebeast und Mine vs. Wild. Aber wie gesagt, den Eurotruck-Simulator würde ich dann doch gerne immer noch täglich aufnehmen. Vielleicht gibt es dann nochmal eine kleine Änderung bei mir dann im Upload-Plan, dass ich dann den, also Minecraft vor Eurotruck, also jetzt hör doch mal auf zu blinken, Mensch, vor Eurotruck setze, heißt, dass Eurotruck erst in der Mitte von beiden kommt, also von dem Nebenprojekt, was an dem Tag eigentlich dran wäre, und ja, dann halt jetzt in dem Sinne, ja, dann Minecraft oder, also Mine vs. Wild oder Vizebeast davor. So, nur einfach mal so. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Also da kann es demnächst einige Änderungen geben. Einfach wegen diesem neuen Stundenplan, den ich dann habe. Und ja, wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, ich hatte gestern auch ein paar Kommentare bekommen. Oder am Montag auch einen Kanalkommentar. Bla bla, Vizebeast. Oder oder ich sag mal so, Landwirtschaftssimulator, ach, deswegen kamen gestern keine Videos mehr. Ich hab's gestern im Part, oder vorgestern im Part gesagt, Montag war das, meine ich, ja, heute sollte Mittwoch sein. Ja, ich hab's gesagt, dass ich nicht gut drauf bin und wenn nichts kommt, dann, weil ich keine Lust mehr hatte. Also, hier nochmal an alle, die es jetzt gerade sehen, ich werde es auch heute nochmal in den Nebenprojekten ankündigen, wenn irgendetwas ausfällt oder ihr denkt, oh, warum kam das heute nicht, schaut im Eurotruck-Simulator vorbei. Dort wird es dann 90% der Fälle geklärt sein. Und ja, also das ist wirklich, ich sag mal, Hauptthema hier in dem Eurotruck-Simulator. Neben euren Themen natürlich. Die Kanalinformationen und vielleicht mal etwas über mich zu erfahren, heißt, wer nochmal nähere Details, Infos etc. über mich wissen will, bisschen Privatleben und so, werde ich hier auch aus, oder plaudere ich hier auch aus. Zum Beispiel das mit dem, mit der Schule, das betrifft jetzt eigentlich alle Zuschauer, aktiven Zuschauer, wegen wegen dem Upload-Plan, dass er sich da verändert. Ja, erfahrt ihr direkt hier an der Quelle, ne, in den anderen Projekten, vergesse ich das vielleicht, kann man mal so sagen, ne. Also, ja, ne, gut, da wäre es also nett, wenn ihr immer vorbeischaut, wenn ihr irgendwas, ja, wenn irgendwas nicht kommt. Ich werde versuchen, oder es ist eigentlich immer die Regel, dass der Eurotruck-Simulator täglich kommt. Er geht vor bei mir, das ist so, weil eben wegen dieser Kanalinformation geht er halt vor. Ne? Wollte ich nur noch einmal angemerkt haben, ne? Also das, ja, finde ich blöd. Wenn dann Leute nicht gucken. Also sie müssen ja noch nicht mal den ganzen Part gucken, ne? Aber so die ersten 5 Minuten, ich bemühe mich ja immer, das in den ersten 5 Minuten zu bringen. Heute war es ein bisschen Stromberg gelabert, die erste Minute dann. Aber gut, hier jetzt Upload-Plan, da habe ich dann, denke ich, auch relativ zügig angesprochen, dass sich da ein bisschen was verändert. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Interessierte dann dabei, vor allen Dingen beim Landwirtschaftssimulator könnte ich mir das gut vorstellen.
Obwohl ich sag mal so, das Publikum davon ist eigentlich eher ein ganz anderes, muss ich leider sagen. Und ja, also, ne? Ne, wenn an einem Tag gar keine Videos kommen, dann kommt am nächsten Tag im Eurotruck Simulator eine Info dazu, warum gestern nichts kam. In den einzelnen Projekten dann vielleicht auch, aber hauptsächlich im Eurotruck Simulator, ne? Also, ich erzähle auch viel in anderen Projekten, ich weiß, aber das sind dann die wichtigsten Nachrichten und sowas wie die Upload-Planänderung. Wenn ich jetzt, denke ich mal, nicht im anderen Projekten erzählen, weil ich es einfach persönlich nicht so spannend finde. Und ja, ne, Eurotruck Simulator, da seid ihr richtig aufgehoben. Und wenn an einem Tag mal keine Videos kommen, dann hat es meistens einen vernünftigen Grund. Ich glaube, es gab bis jetzt in der Let's Player-Karriere, also die ich jetzt so aktiv betreibe. Früher habe ich ja nur 1 bis 2 Videos die Woche rausgehauen. Also das war wenig, sag ich mal. Sehr wenig. Ich wundere mich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr drüber, warum ich damals nicht so erfolgreich war. Aber egal. Ich sag mal so, ab der 100 Abonnenten-Marke, wo ich dann täglich 1 oder 2 Videos sogar rausgehauen habe. Ja. Da gibt's halt täglich Videos. Und ich glaube, in dieser Zeit, oder seit ich täglich Videos mache, gab es nur 1 oder maximal 2 Mal den Fall, dass an einem Tag gar kein Video kam. Ich kann mich jetzt nur noch spontan an einmal erinnern, und zwar war das letzten Winter, meine ich. Also dieses Jahr, Anfang des Jahres, ne, wo ich krank war, da musste ich mich sogar in der Schule krank melden. Das habe ich seit der 5. Klasse nicht mehr gemacht, also mir ging es richtig dreckig und an dem Tag kamen halt keine Videos. An dem Tag der schlimmsten Erkältung oder des schlimmsten Erkältungsstadiums. Ich hoffe nicht, dass es diesen Winter wieder genauso sein wird, ich denke mal nicht, aber trotzdem. Merkte dann am Eurotruck, ich hatte da auch einen Part aufgenommen, ich hatte wirklich gefroren wie sonst was in dem Part, obwohl Heizung hier auf volle Pulle stand und ich hier mit Decke aufgenommen habe. Ich wollte noch Minecraft aufnehmen, aber ging nicht, ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte dann Augenschmerzen, mir war kotzübel und ja, ne, dann habe ich halt nur den Eurotruck-Simulator gemacht, dann habe ich da noch hochgeladen. Das kann ich, denke ich, oder habe ich dann mir noch zugetraut oder wollte ich noch unbedingt machen. Und ja, ne, ich sag mal so. Jetzt erfahrt ihr alles hier. So, gut, genug über die Funktion des Eurotruck-Simulators geredet. In primärer, oder die primäre Wichtigkeit des Eurotruck-Simulators. Ne, jetzt heute wieder kein Thema angesprochen. Aber gut, ja, gut. Und natürlich nicht jeden Tag gibt es Kanalinformationen. Es gibt viel zu sagen über meinen Kanal, wie sich es jetzt verändert. Und meistens ist es auch nur ein, heute kommt alles später. Das ist eigentlich fast jeden Part so, aber heute sollte mal pünktlich kommen alles. Und ja, in dem Sinne würde ich mich dann über eine positive Wertung, Kommentar oder was auch immer freuen. Und wir transportieren übrigens Feuerwerkskörper, ist mir gerade aufgefallen. Egal. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich würde mich dann, wie gesagt, schon über eine positive Wertung, Kommentar oder was auch immer freuen. Und tschüss.